an die Cloud. Hallo, guten Abend. Wir sind wieder völlig zurück an unserem Unterricht. Jetzt eine Vorfrage, nicht direkt mit was wir lernen jetzt im Maimonides, 22. Kapitel, 3. Teil von Morende Buchim. Die Frage, dass die Theodor hat uns mich gefragt, dass nach einer Doku im Fernsehen, die Sarah wusste, kann nicht ältere von 6000 Jahren alt sein. Also Theodor fragte, ob es kein ein Nachweis zum Torah-Glauben in unserer Jahreszählung sozusagen. Okay. Hier finde ich zwei unterschiedliche Fragen. Erstens, wie kann man überhaupt zählen nach dem Torah 5700, was ist jetzt 80 Jahre, ja? Noch 4-5 Monate, es wird Rosh Hashanah, 81. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, das finde ich jetzt, ist, was ist ein guter Nachweis, ja, ein Beweis und so weiter. Also das ist etwas anderes. Also erstens über die Millionen Jahre. Muss man schon erklären, dass gibt's viele, viele verschiedene Ideologien über jede Kalender. Muss man verstehen, dass jeder religiöse Kalender, es ist nicht nur eine mathematische Zählungsart, es ist eine Ideologie. Zum Beispiel, der christliche Kalender jetzt, heutzutage, hat was, 2020 Jahre, nach dem gewissen Null. Also, das Christentum meint, dass gibt es ein Ereignis, die Geburt von Jesu von Nazareth, als eine neue Zeit, total neue Epoche, ja, also in christlicher Vorstellung, diesen Mann und nach christlichem Verständnis, dieser Gott, irgendwie, das ist eine zentrale Figur, eine zentrale Rolle in der Welt spielt. Ja? Deswegen 2020. Welches Jahr, wer weiß, läuft jetzt nach dem muslimischen Kalender? Kann man ganz einfach, okay, finden Sie im Internet, falls Sie kaufen eine arabische Zeitung, auch in Deutschland, es steht oben, es ist 1400 etwa, 1414 etwa so, 19, okay? Also 1500 sozusagen, nach muslimischen Kalender. Was steht am Null im muslimischen Kalender? Was denken Sie daran? Die Geburt von dem Propheten Mohammed? Geburtstag, nein. Das ist christliche Analogie, aber nein. Okay. Das sollte man das beobachten, aber nein. Nicht die Mohammed Geburtstag, nicht die Mohammed Todestag, ja, gar nichts, sondern eine erste islamische Krieg. Ja, dieser Krieg, sie hatten sich Mekka und Medina zum muslimischen Kern genommen. Das heißt, erste Dschihad sozusagen. Von diesem Punkt. Also, in anderen Worten, Übersetzung, der christliche Kalender, er behauptet als eine wichtige Geburt eine Dschihad. Was ist Dschihad? Das ist eine andere Frage. Ja, das gibt es viele Muslime, die sagen, okay, ist es wirklich, wie die Terroristen sagen, nein, Dschihad mit Waffe gegen alle ganze Welt. Aber gibt es viele andere Moderatoren, die sagen, die Dschihad, das ist jetzt eine Rolle zum Böse, ja, eine innere, ja, eine innere menschliche Will zum Bösen, deswegen soll man es kriegen, das ist der echte Dschihad. Also auch im Islam gibt es verschiedene Meinungen. Also nach Islam, das ist der wichtigste Punkt, dieser erste Krieg. Egal. Also wir haben uns gesagt, bei uns ist es 5780 Jahre. Von welchem Ereignis? Von welchem Punkt? Schaffung der Erde. Von Schaffung der Welt, das ist richtig. Aber ich nachfrage. Die Schaffung der Welt, das erste und zweite Kapitel von Torah, das ist ein Prozess, ein langer, sogar langer Prozess. Und nämlich, von welchem Tag zählen wir diese Kalender? Von welchem Tag
ihm schaffen die Welt. Ja, als Adam. Als Adam. Das heißt, als Adam wurde geschafft, das heißt von Sechste. Tag 6, ja. Okay, also, nach jüdischer Kalender, die Geburt von Adam, der Adam war schon der erste Mensch in der Welt, der erste Adam, ja, diese 5780 Jahre. Das heißt nämlich, Übersetzung, beim jüdischen Religion, im Zentrum der Religion, steht Adam, ein Mensch. Nicht die Gott, nicht die Krieg, sondern ein Mensch. Okay, eine humanistische Botschaft. Gut. Aber gehen wir weiter. Von welchem Punkt die Wissenschaft, heutzutage Astronomie, Physik und so weiter, sie rechnen die Millionen, Milliarden Jahre? Von welchem Ereignis? Vom Urknall aus wird richtig gerechnet. Richtig. Es ist so. Also, und übrigens, wie viel die Wissenschaft, was ist die aktuelle Zahl für unsere Welt? Ungefähr zwischen 14 und 15 Milliarden Jahren. Ja, so ist. Das ist die Antwort. Also, die Wissenschaft, das heißt, was in die Zentrum von wissenschaftlicher Ideologie sozusagen. Ja? Was steht im Zentrum? Der Kosmos. Der Kosmos, genau. Die ganze Welt, die ganze All. Ja? Das ist die Botschaft, richtig? Gut. Und wenn wir sagen, dass die Juden zählen diese 5000 Jahre vom sechsten Tag von Adam, nämlich, dann die erste Antwort, dass wir geben schon im Kindergarten, und das ist tatsächlich richtig, dass die alle Millionen, Milliarden Jahre gefallen am ersten 5 Tage. Ich erkläre, wie kann man lernen von den jüdischen Quellen? Muss man erstens verstehen, dass die alten Zeiten nach der Tora, sie hatten nicht gekannt, keine Millionen, keine Milliarden. Ja? Die maximale Großzahl war 10.000. Also die großen Zahlen sind 1.000, 11 oder 10.000. Ja? Und einmal, ich habe unterrichtet ein kabbalistisches Buch, dort stehen Millionen. Also wie kann man sagen Millionen in alte Realität, ja, vom Talmud sozusagen, also sagt man 11 Revavot. Also 1000 und 10.000, also schon 10 Millionen, ja, 7 0 bekommt man und so weiter und so fort. Ja. Also, und deswegen, wenn es steht im Psalmen 1000 Jahre, es ist nicht unsere 1000 Jahre, es ist wirklich sozusagen astronomische Zahlen, riesige Nummer, ja. Also, und wir beten am Rosh Hashanah, im jüdischen Neues Jahr, sehr Yom Tiflat Masech, es ist Yom Tiflat Mishon, dieser Tag, Rosh Hashanah, der erste Adam, Geburt, ja, sehr Yom Tiflat Masech, dieser Tag, es ist Anfang von deinem Schaffen. Erinnerung vom ersten Tag. Also, unsere Tradition, die jüdische, auch Gebet, behauptet, dass was wir sind uns, es ist ein Mensch, die Menschen. Nicht die Sterne, nicht die schwarzen Löcher, nicht die Milliarden Jahre, die richtig waren. Ja, es ist geschah. Aber was kann man lernen von uns? Ja? Unsere Tradition ist sehr lehrende Tradition, was wir verstehen unter diesem und anderen Fakt. Warum ist es wichtig? Was können wir nachvollziehen? Von Millionen, Milliarden Jahren, nicht so viel. Also, deswegen, grundsätzlich kann man vorstellen drei verschiedene Möglichkeiten wegen der Wissenschaft und Torah-Kalender. Die erste Idee, sie sind widersprüchliche Kalender. Die eine redet über die 14 Millionen, und der zweite Kalender redet über die 5000. Das ist überhaupt nicht die gleiche
nicht das gleiche Gebiet. Falls könnte man sagen, 1 Million und 10 Millionen, na gut, das ist schon Millionen. Aber wenn du redest über die 14 Milliarden, ja, also 9 Nullen und 5000 und 3 Nullen, es ist zu große Distanz. Also die erste Idee, dass die Leute denken, das ist überhaupt passt nicht. Also die erste Idee, die Tora, die Religionen, sie sind falsch. Wissenschaft sagt, richtige Erzählung. Gibt es ganz überhaupt die Idee, dass sie sagt, die Wissenschaft rechnet falsch, nur die Tora rechnet recht. Also das ist, also jede Seite quasi machen seine eigene Apologetik. Ja, ich bin recht, du bist falsch. Und gibt es die dritte Möglichkeit, die sagt, die beiden Zeugen sind recht. Das wollte ich erklären, wie kann man das verstehen. Das heißt, was wir sagen normalerweise, dass die zwei Kalender, wissenschaftliche und jüdische Kalender, sind überhaupt nicht widersprüchlich. Sie nur zählen von verschiedenen Startpunkten. Mhm. Und deswegen widersprechen sie sich nicht. Die eine Kalender fängt an vom wirklichen Anfang, von der ersten Sekunde sozusagen. Und die anderen Kalender, der weiß, was war Millionen Jahre, aber es interessiert uns theologisch, religiös nicht so viel. Wir wollten etwa lernen, nachvollziehen, was hat Adam geschafft und was nicht. Ja? Und die ganze Geschichte mit Evolution, es ist interessant, aber nicht so interessant. Also, die schon Gaon aus Vilna, der Rav Eliyahu, er hat geschrieben, dass die Torah und die Wissenschaft, sie sind wie zwei verschiedene Teile von der gleichen Münze, zwei verschiedene Seiten von der gleichen Münze. Ja? Diese Münze ist unsere Welt. Die eine Seite von dieser Münze, das ist Torah. Die zweite Seite, das ist Wissenschaft. Übrigens, er war sehr großer Mathematiker, Astronom und so weiter. Also er konnte sehr, sehr gut Wissenschaft. Und dann auch, wie gesagt, Maimonides und viele Weisen von Talmud, sie auch waren sehr, sehr gute wissenschaftliche Männer, Forscher und so weiter und so fort. Also die klassische Erklärung, wer es recht über die Weltjahrzählung, die Antwort, die beiden Systeme sind recht. Ja? Die beiden Systeme, was nur, sie erzählen unterschiedliche Geschichten. Was ist interessant für Wissenschaft? Das ist die Antwort über die Frage, wie. Ja? Wie funktioniert die Welt? Physik, Chemie, Mathematik. Ja? Für die Religion, die interessanteste Frage war, die interessante Frage ist, warum? Warum so unsere Welt funktioniert? Ja? Warum machen wir so und so? Ja? Also, und deswegen diese zwei unterschiedliche Startpunkte. Noch dazu, wenn wir schauen, die erste Kapitel, ja, von Bereshit, Genesis, ja, dann an welchem Tag die Sonne wurde geschafft? Nach dem Text, nach der jüdischen Religion. Auch am ersten Tag. Am ersten Tag, oder? Right. Am zweiten Tag. Oh, okay. Ja, am ersten Tag, das nur die Licht. Ja? Licht, und das ist die Gotteslicht übrigens. Das ist die Kabbalah-Forschung. Also am zweiten Tag ist er geschrieben. Satz 14. Vers 14 am ersten Kapitel. Und Gott sprach: Es seien Lichter an die Fläche des Himmels, zu scheiden zwischen dem Tag und der Nacht, und sie seien zu Zeichen und Zeiten und zu Tagen und Jahren. Das ist direkte Aussage. Das ist direkte Aussage. Für was? Das kann man nicht rechnen, genau die ersten zwei Tage.
diese 14 Milliarden, egal wie viel, 4, 14, 42, egal. Ja? Mit was, was ist die Kriterien für unser Jahr? Sonnesjahr, richtig? Mhm. Unser Sonnesjahr, was wir kennen, richtig? Stereotypisch zu sagen, 375 Tage, richtig? Also das ist die 14 Milliarden. Ja? Und wenn es Sonne ist nicht da, die Sonne wurde geschafft nur ja, sorry, es war vierter Tag sogar, es war vierter Tag. Ja? Also am vierten Tag, das heißt die drei ersten Tage von Weltschaffung, das ist genau diese Milliarden. Verstehen Sie meine Idee? Mhm. Weil es ist kein, gibt keine Kriterien zum Rechnen, diese ersten drei Tage. Keine Maßstab, keine Möglichkeit. Ja? Also das ist die ganz einfache Antwort über die Millionen, Milliarden Jahre. Danach, natürlich gibt es noch die Punkte wie, okay, ich habe noch die archäologische Funde, ja, die Knochen, die sind Millionen Jahre, ja, und so weiter. Dinosaurier, das ist eine bekannte Frage. Das ist schon anderes, ein bisschen anderer Punkt, aber prinzipiell, ich habe angezeigt, den Weg, wie kann man zwei unterschiedliche Systeme zusammenbringen, ja, also in Frieden leben mit beiden Systemen, auch mit Wissenschaft und auch mit jüdisches religiöses Jahr. Also ich lebe ganz ruhig, wenn ich lese über die Quarzen und Sterne, die sind 10 Milliarden Jahre vor und bei diesem Licht noch nicht gekommen sind. Im Ordnung, ich stört mich nicht, weil ich weiß, dass unsere Kalender ist einfach von einem anderen Punkt gestartet. Es ist quasi wie im Leichtathletik, jemand rennt sich für 100 Meter und jemand rennt sich ein Marathon, ja? 42 Kilometer. Es ist ganz unterschiedliche Maßstaben. Also in diesem Sinn, Wissenschaft ist quasi Nähe zum Marathon und wir uns nehmen die letzte Meter. Ja? Aber natürlich, unsere Weisen wussten, dass die Welt war. Viele, viele Jahre vor uns existiert. Nur was? Sie haben uns vorzustellen, dass was es interessiert, und das ist der Mensch, die gesetzliche, soziale, gesellschaftliche Dinge. Ja? Also in die Klammern, wie kann man rechnen diese 5000 Jahre? Weil im Torah steht nicht. Auch im Talmud steht nicht. Wo steht das, diese 5000 Jahre? Wissen Sie? Gibt es ein Buch im Judentum, der heißt, genau jetzt die Name ausgefallen. Okay, in kurz, dieses Buch, er erzählt Name und Jahre, die hat gelehrt jemand. Ja, es startet, fängt alles an von Adam, Noah, Abraham, ja, Sadr al-Amraba, das heißt, okay, die große Weltordnung, okay, gibt's ein Buch, das heißt der Name, Sadr al-Amraba. Und dieses Buch beendet sich am Ende zweiter Tempel in Jerusalem. Das ist die Ende. Er beendet sich mit Zerstörung zweiter Tempel. Also wir wissen genau, dass zweiter Tempel in Jerusalem wurde am 70. Jahr plus, im Plus, ja, zerstört. Deswegen nimmt man einfache Mathematik, diese Generationen, sammelt zusammen und noch was, 1000 Jahre. Fast 2000 Jahre von Zerstörung zweiter Tempel. Und dann, wir bekommen wirklich diese 5780 Jahre. Okay? Das ist die mathematische Antwort. Wo nimmt man diese Nummer, diese Ziffern? Okay, gut. Dann machen wir vielleicht Schluss mit dieser Frage. Wenn Theodor hat noch die Frage, er meldet sich. Ja? Und dann wir gehen zurück zu unserer Maimonides. Morgen? Ja. Passt? Ja. Okay. Wir sind, wie gesagt, wir forschen die Materie und die Formen.
ich habe gelesen, was Solveig hat geschickt. Ich muss sagen, es ist die einzelne Übersetzung von Maimonides ins Deutsch. Also wir nutzen nur dies, aber es ist nicht perfekt. Es fehlen viele, viele Absätze sogar. Und große Absätze. Ja, steht nicht da. Weil zum Beispiel in diesem 22. Kapitel vielmal Maimonides schreibt den Namen Hiob, weil wir forschen uns Hiob. Ja, nicht Maimonides. Wir sind Hiob. Dann kommen wir zurück zu Maimonides und seine 13. Glaubensprinzipien. Ja? Also es steht keinen Namen Hiob in diese PDF. Ja? Maimonides schreibt viel, viel über Satan. Wir probieren zu verstehen, was Satan macht in den Himmel und gleichen zum Gott oder nicht. Ja? Der Satan ist nicht da. Ich sage wörtlich, ja. Also die Übersetzung, ich weiß nicht was, es ist nicht voll. So sieht nicht aus. Aber doch, das ist die Beste, das wir haben. Okay? Mhm. Also wir nutzen diese Übersetzung, aber es mir ganz fehlt ein Absatz. Okay, schon egal. Also wir sind am Seite 35. Ja? Wir sind am Seite 35. Und jetzt ich, wenn Sie erlauben mich, ich zitiere nicht alles, ja? Nur was betrifft uns, was ist wichtig. Gut, ich vorlese. Okay. Also wir uns an dieser Seite 35 und ich bin ein bisschen unten. Ja, also alles die Wirkung seiner Form ist sein Essen und Trinken hingegen sein bei Schlaf. Sein häufiges Begehren nach diesen Dingen, ebenso sein Zorn und jedes Laster, das in ihm vorhanden ist, durch seine Materie verursacht ist. Okay, also wir haben gesagt, dass die drei problematischen Punkte im menschlichen Materialleben sind Essen, Schlaf, Trinken und Beischlaf. Ja? Das sind die schwächsten Punkte. Maimonides erklärt sich weiter. Haben Sie gefunden? Ja? Ja. Sollen wir? Nein, ich suche noch. Entschuldigung. Ich sage 35. Mhm. 14. Reihe von oben. Ja, okay. Gut. Also. Mhm. Sein Essen und Trinken hingegen, sein bei Schlaf, sein häufiges Begehren nach diesen Dingen, ebenso sein Zorn und jedes Last, das in ihn verhalten ist, durch seine Materie verursacht ist. Also hat man Ärger und Zorn, falls der Mensch bekommt nicht viel Essen, was wollte, viel Spirituose, viele Frauen oder Männer und dann bekommt man Ärger, sogar, ja, so nach Maimonides. Ja, also danach gibt es einen Absatz, der steht nicht da, okay, egal. Also und dann, Maimonides bringt ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Ein Beispiel mit König, der bestraft einen Mensch. Das ist unten. Das ist Seite 36. Ja. Okay. Bevor dieses Beispiel, und diese sind immer, wenn die Bedürfnisse der Materie sie zur Befleckung und offenbaren Schande bringen, Materie, ja? Darüber Betrug, in solche geraten zu sein und schämen sich, von solcher Krankheit heimgesucht zu sein und bemühen sich, diese Schande so viel zu können, zu verringern und sich nach jeder Seite hin davon in Acht zu nehmen. Haben Sie mit mich? Ja. Mhm. Also, es ist sehr, sehr interessant. Maimonides ganz einig mit dem Aristoteles über die Schätzung der Materie. Aristoteles schreibt,
er zitiert weiter und weitere Kapitel, dass es unsere Materielligkeit, es ist eine Schande, ja, es ist ein schwächster Punkt in unserem Leben, menschliches Leben. Ja? Und deswegen, das ist eine gute Übersetzung, ja? Er schreibt hier, schämen und schämen sich, ja? Von Materie, von Materie. Ja? Das muss man essen, muss man trinken, ja? Muss man investieren, die Zeit, seine Gedanken und so weiter und so fort. Ja? Also, man ist natürlich nicht akzeptiert die christliche Idee, das ist Blödsinn, muss man überhaupt vermeiden. Essen, trinken, Frauen, ja, und nicht verheiraten sich, das nicht. Ja. Er nur sagt, das muss man diese Bedürfnisse minimisieren wie möglich. Ja. Das heißt, nicht süchtig sein von diesen drei. Ja. Süchtig natürlich im negativen Sinn. Ja. Das heißt, wenn muss man essen, isst man. Wenn trinkt man, trinkt man. Man hatte Frau und Nachkommen. Sein Sohn war auch eine große Rabbiner. So bekannte Rabbiner Abraham, Sohn der Rambam. Okay? Er ist auch bekannt. Auch die Bücher geschrieben. Ja? Also er war ein normales Mensch, kein Mond. Ja? Aber die Idee, dass muss man probieren, sich geistlich, mehr geistlich sein. Ja? Und auf diesem Sinn die Zeit, investiert man in materielle Dinge, verkleinern wie möglich. Zum Beispiel, die Idee, die schon steht im Talmud, das muss man, natürlich muss man arbeiten, ja, muss man verdienen sein Brot, muss man die Familie, ja, die Haus, heutzutage Auto, Benzin, alles was noch, ja, das ist keine Frage. Aber Talmud sagt, dass die große Persönlichkeiten in jüdischer Tradition, sie wollten nicht verlieren die Zeit, das geht an die nicht notwendigen Dinge. Das heißt, wenn du kannst leben, theoretisch zu sagen, ja, von 1.000 Euro für Monat, wozu arbeitest du für 4.000? Ja, und verlierst deine Zeit. Es war ein sehr, sehr bekanntes Beispiel jetzt, in unserer Zeit, im 20. Jahrhundert, mit Rabbiner Karelitz. Also er hat sich am Anfang 50. verstorben. Also in Israel schon rund 60, 70 Jahre vor uns. Er war die klassische Vorbild von ultra-orthodoxen jüdischen Gesellschaft. Er hat die Stadt Bnei Brak gegründet. Ja? Chazonisch. Chazonisch ist sein Buch. Ich, es ist eine Abkürzung. Ich ist es Mensch, Mann, auf Hebräisch. Aber auch ich, es ist Abkürzung Avraham Yeshayahu. Es ist seine doppelte Name. Ja? Also Abkürzung. Und er hatte eine kleine Supermarkt. Wo hat er gearbeitet? Brot, diese andere, ein bisschen Fisch, Zucker, Salz, solche Dinge. Ja, ganz einfache, kein großer Supermarkt, ja, kein Rewe, ja, keine Decke, ja, mit 1000 Meter Quadrat. Mit, ja. Ganz, ganz etwa. Klassisch, altmodisch sozusagen. Was ist interessant, dass an diese kleine Familien Supermarket es war geschrieben nur wie Anfang von Funktionieren und keine Ende, nicht die letzte Stunde, nicht bis 20 Uhr und nicht bis 70 Uhr. Wieso? Weil als er hat genau nach seiner Meinung Geld verdienen, hat schon geschlossen. Hm. Das könnte passieren um 10 Uhr um 11 Uhr. Also, was ist die Leute beschreiben? Es ist 50, die Leute hatten noch gekauft dort. Er hat nach Schacharit, nach morgens gegangen in diese Sutter, geöffnet, aufgestanden auf die Kasse, alles. Ne?
Und wer hat seine Gewinn, ich weiß nicht wie viel, niemand weiß, schon gemacht. Also die Leute erzählen, es könnte sein 11 Uhr, es könnte sein auch 10 Uhr morgen. Und dann ist er geschlossen, deswegen kein Ende. Und natürlich die alle wollten mit großen Rabbinen besprechen, begrüßen, befragen. Also sie verstehen, sich hat kein Mann gehabt um die Klienten. Das war außer die Frage, ja. Also, und die alle erzählen, dass sein Wohnung war ganz einfach, sein Möbel war, ja, aber das war nicht wichtig für ihn. Überhaupt nicht wichtig, ja. Er wollte investieren seine Zeit in Geistlichkeit, in Lernen, Unterrichten, ja, und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich auch war, es war einige Jahre vor die älteste Rabbiner Nebrak, er war 5 oder 6 Jahre alt, als verstorben Rav Steinmann, so berühmt. Ja? Er war die Rosh Yeshiva, die Haupt von Yeshiva. Ich habe ihn besucht in seiner Wohnung 2014, also 6 Jahre vor. Er war dann schon über 100 Jahre alt. Die Wohnung, genau wie diese Chazon Isch. Die Möbel, es war kaum Möbel, ja? Nur Bett, Tisch, aber viele Büsche. Er war schon schwach, aber der Kopf funktionierte perfekt. Ich habe gesagt, ich war dann Rabbiner in Karlsruhe. Er wusste, wo ist Karlsruhe. Er wusste, ich habe mich verstanden. Sogar etwas sehr, sehr klug gesagt. Da habe ich Jahre später verstanden, was hat er gemeint. Und er hat recht. Ich habe ihn nicht genau verstanden. Ich hatte große Angst, was hat er gesagt. Also das ist die klassische Vorbild, die jüdische Vorbild. Ja? Also keine große Millionen, luxuriöse Autos und so weiter. Die Mensch hat lebt, ganz einfach. Seine Frau hat schon verstorben. Ja? Einige Kinder schon auch. Er hat überlebt. Natürlich, er hat Kinder, Enkel, ein Enkel gesehen, er war seine Sekretär. Und so Enkel, Urenkel und so weiter. Aber als Mensch, er hat ganz, ganz einfach gelebt. Du siehst ganz, ganz ruckhaft, ja, im materiellen Sinn. Und das ist genau, was jüdische Tradition wieder. Es ist nicht Pflicht, es ist nicht Muss, es ist nicht Maß. Ja? Du kannst nicht sagen, die Leute arbeiten sie alle nur bis 11 Uhr. Ja? Jemand will ein gutes Auto, jemand noch größere Auto und so weiter. Das ist in Ordnung. Ja? Also, aber wieder, das ist die Beste. Und das ist die Vorbilder. Ja? Und deswegen, die Halacha, die jüdische Gesetze, die dich verpflichtet, die sagt, okay, du sollst den ganzen Tag arbeiten. Ja? Du kannst nicht jeder kann organisieren für sich eine Familie, ja, Supermarkt. Ja? Es ist nicht machbar. Ja? Also doch, viele Leute müssen die ganze Arbeit schaffen. Ja? Aber das ist sehr, sehr interessant, dass diese sind Beispiele und nicht die großen Millionäre, Milliardäre sind Beispiele. Im Judentum. Ja? Wieder, gibt es auch die reichen Rabbiner, das ist alles im Ordnung. Ja, gibt es in Rabbiner, die wollten behaupten und aussagen, dass sie sind reich. Ja? Das ist quasi die Reichtum von Gott. Gibt es auch solche Ideologien. Ja? Aber doch, es ist nicht die Mainstream, nicht die zentrale Strömung bei uns. Ja? Und alle diese Ideen kommen von diesem Punkt, die Rambam postuliert, und er sagt das ehrlich, er nimmt das von Aristoteles, ja? Dass es unsere Schämen und Schämen, das ist unsere Materialität. Ja? Dass wir müssen uns nicht nur im materiellen Welt leben, und doch essen, trinken, Beischlaf, Kinder, Familie, Eigentum und so weiter ohne Ende. Ja? Also wieder, im Christentum, das ist eine riesige, riesige Streit und theologische Disput, ob es ist eine gute Idee oder sogar böse und verbotene Idee, die Eigentum herrschen. Kennen Sie diese Diskussion? Hm. Wenn jemand will etwa gut lesen, gibt es ein wunderschönes Buch, das heißt
ist von Umberto Eco, ein italienischer Schreiber, in der Name der Rose. Name der Rose, genau, ja. Das ist sehr, sehr bekannt. Okay, ja. es ist eine Fantasie, aber doch, in der Mitte von diesem Buch, die zentrale Herd, wer ist die Held von diesem Buch, Jutta? Einer von den Mönchen, aber ich habe den Namen vergessen. Es ist, kennen Sie die, wie heißt das, Ockhams Scheiden? Wilhelm aus Ockham. Ist eine logische Sache, eine Definition. In diesem Buch, in dem Namen der Rose, Wilhelm aus Ockham steht. Das ist Wilhelm. Auch heißt diese Held Wilhelm. Okay? Also Wilhelm von Ockham. Dieser Satz, es ist wie Pythagoras-Satz, ja? Die Schneiden von Ockham, es geht um Folgendes, muss man vereinfachen die Sachen, ja? Ich viel mal, als ich unterrichte Rambam aus Russisch, ich vereinfache, ja? Ich übersetze von Russisch zum Russisch, vereinfachen, ja? Also viele, übrige quasi Worte, ich verlasse, erlöse, ja? Es ist nur die, ja? Das ist eine logische Methode, die heißt die Schneiden von Ockham. Okay? Also das Wilhelm von Ockham lässt in diesem Buch sehr, sehr empfehlt, aber in diesem Buch, das ist Streit ins die katholische Kirche. Ja? Ob eine materielle Besassung, ja? Eine reiche Mann, die hat etwas, ist gut oder böse oder schlecht, ja? Und natürlich die erste Frage, und was mit katholischer Kirche? Sie hat viele Millionen, Milliarden investiert. Und das ist auch die Frage, die spielt sich sehr, sehr, sehr. Und du siehst zwei Strömungen, die Konservatoren, die nicht Reformisten, aber die die Leute, die nicht Mystikanien, die logisch nachdenken, das ist natürlich Wilhelm aus Ockham, ja. Also und natürlich von diesem Punkt kommt in gewisser Sinn die evangelische Kirche, der Protestantismus, ja? Weil die katholische Kirche hat gesagt, doch die materielle Dinge, die sind böse, ja? Unser Herr, der war arm, wir sollen arm sein. Und wo ist die katholische Kirche in diesem Punkt? Deswegen, die waren Jesuiten, Franziskaner, ja, die hatten sich bloß gegangen, ohne Schuhe, ja. Mit dieser Kleidung, kennen Sie? Die nicht graue. Ja, die Mönchskutte. Ja, also das heißt, sie hatten kein Eigentum, ja, sie hatten ohne Schuhe gegangen. Ja. Also, und dann kommt die protestantische Kirche und hat gesagt, doch, Eigentum ist nicht böse, ist kein Sinn. Und deswegen kommt Max Weber danach, der Vater von moderner Soziologie, und hat vergleicht zwischen was? Zwischen Katholiken und Protestanten. Ja? Max Weber hat gesagt eine wunderbare Sache, die deutsche Geschichte, hat uns wunderbare Dinge verdient. Wir sollen das forschen. Die gleichen Leute, die Deutschen, leben auch mit gleicher Sprache, die gleiche Kultur, alles gleich. Nur die Religion ist unterschiedlich, katholisch oder protestantisch. Was ist der Unterschied? Und was war die Ergebnis von Max Weber? War wunderbar. Weil die katholische Kirche, sie immer sagt, das Geld ist eine Dose, die katholischen Leute sind relativ arm. Und weil evangelische Kirche sagt, das Geld ist nicht böse. Du sollst ernst und ehrlich arbeiten, aber deine Gewinne, ist in Ordnung. Sie sind erfolgreich. Und sie sind relativ reich. Und deswegen die evangelische Städte wie Niederlande, wie Großbritannien, wie Amerika, protestantische, ja? Stadt, großartig zu sagen. Also die sind erfolgreich. Und die katholische Städte wie Spanien und Portugal, ja, sie haben runtergegangen. Ja? Österreich in deiner Zeit. Also, aber diese Diskussion, es geht
um die Materie und eine Folge von Materie, so wie das Geld. Ja? Und die katholische Kirche hat streng ja, das, die aristotelische Idee angenommen. Wieder die Ideen nur von den die Leuten, nicht von dir selbst, nicht von der katholischen Kirche, von den Adepten. Das ist lustig. Ja, also, das Materie ist böse, aber doch zahlen sie mit 10%. Und die evangelische Kirche hat nach Wilhelm aus Ockham gegangen. Das Materie ist nicht so böse. Also, die Judentum geht etwa dazwischen. Natürlich, die evangelische Kirche hat vom Judentum rausgenommen viele originelle Ideen von Wurzeln. Und deswegen wir auch sehen, dass das Geld ist nicht so böse. Es soll ehrliche und ernst verdienende Geld sein, ja? Nicht eine kriminelle Geld, ja? Aber doch, Maimonides geht nach Aristoteles und sieht ein Problem, dass viele Menschen können sich nicht begrenzen, ja? Und was sie haben Ärger sogar wegen des Essen, wegen des Trinken. Ein anderes Kapitel, okay, ich komme ein bisschen vorzeitig, ich erzähle, er bringt ein Beispiel von muslimisches Leben, von einem Harem. Kennen Sie, was ist Harem? Ein ja. Mann, 100 Frauen. Also es ist klar, das ist nicht mehr viel von, kein Beispiel von jüdisches Leben. Und man schreibt, jemand, der ist klug, jemand, der ist reich, und jemand, der hat ein Harem. Nicht, er nutzt nicht Wort Harem, aber die ganze Realität ist Harem. Ein schon veralteter Mann, der hat viele junge Frauen zur Verfügung. Harem. Und was? Er hat schon, dieses veraltete Mann, hat schon nicht so viel Kraft, menschliche Kraft, so für Beschleif. Ja? Er ist schon relativ alt. Ja? Es ist keine Viagra war da in dieser Zeit. Ja? Und dieser Mann hat Ärger, da er kann nicht beischlaft haben wie als seine junge Jahre. Und er hat die junge Frauen schon nie, die körperliche Kraft schon nicht da. Und er hat Ärger über sich. Und dann er probiert, was heute nennen wir als Doping, ja? Als künstliche Mittel. Er bringt, okay, wieder, keine Viagra da. Also er bringt viel Alkohol. Ja, also er trinkt viel, das bekommt ein bisschen Alkoholist, ja, und doch ist es Ärger, weil er kommt zum Schlafen, stattdessen die Frauen, ja, und so weiter. Ein Beispiel, ja, das genau, und wieder, Maimonides erzählt, ist eine kluge, eine smarte Mann. Er ist ein Millionär oder Multimillionär, ja, also er hat Erfolg in seinem Leben, und doch ist es nicht genug für ihn. Das heißt, eine Verfolgen, die Materie, wie genau sagte, haben wir uns letzten Tisch gelesen, die Materie ist immer will draußen, immer rausrennen. Ja? Die Materie, wie König Salomo sagt, quasi eine untreue Frau. Ja? Also du hast Materie und doch Materie will rauslaufen. Okay, gehen wir weiter. Also jetzt kommt, das ist die wichtigste Punkt, bei Maimonides. Also wieder, es ist ein philosophisches Buch. Es ist keine Pflicht. Ja? Also sagen wir, jemand will ein Businessman, Geschäftsmann sein, in Ordnung. Sogar wir begrüßen solche. Ja? Geh, mach und hat Erfolg. Ja? Aber wieder muss man verstehen, dass gibt es die Grenzen. Auch in Erfolg und natürlich ehrlich gewinnen und die verteilen das Gewinn mit Ärmeren, ja, mit den Gemeinden, ja, also ein sozialer Mensch sein, ja, nicht nur für sich selbst. Okay, jetzt, Maimonides bringt ein Beispiel über die König und zwei Menschen, die sind ganz komplett umgekehrt. Moment, das ist Seite. Ja.
Und Seite 36, oder? Ja, das ist genau. Also, sie verhalten sich in dieser Hinsicht wie ein Mensch. Okay, jetzt ist Anfang vom Beispiel. Wie ein Mensch, dem der König zürnt und ihm und in der Verachtung preiszugeben. Befiehlt Unrat von einer Stelle zu anderen zu fegen und nach Möglichkeit trachtet, sich in dieser Zeit der Schmach zu verbergen und wohl ein weniges an eine nahe liegende Stelle fegt, um seine Hände und Kleider nicht zu besudeln und um von niemand gesehen zu werden. Also gibt es einen König und einen Mensch, der ist ein guter Mensch. Diese erste ist eine gute. Die Unrat, auf hebräische Ausgabe, ich habe die Müll. So steht das für Mensch, zum Beispiel. Ja, eine Müll. Gut, also so handelt der freie Mann. Wieder in hebräische Ausgabe ist es eine vernünftige Mann, ein kluge Mann, der beschämt sich über diese, ja, die Situation. Ja. Aber die Sklave, ja, die Sklave, er meint nicht nur juristische Status von diesem Mann, sondern die Sklave von Materie. Ja. Die Sklave von Materie. Freier Mann, das die Materie beherrscht. Ja. Er ist frei. Er ist der Boss von Materie, nicht die Materie von ihm. Sklave von Materie. Das ist, so klingt mit der Übersetzung. Aber die Sklave freut sich darüber, wenn er sieht, dass man ihm keine allzu große Mühe auferlegt hat. Er wirft sich ganz in diesem Unrat, in diesem Müll. Beschuldigt sein Angesicht und seine Hände und fängt hoffentlich mit Lachen und Vergnügen. Das ist die Sklave. Das heißt, diese Müll, diese Unrat, nach dem Text, es ist eine materielle Welt. Er erklärt das weiter. Ja? So sind die Charaktere der Menschen. Unter ihnen gibt es manche, die, wie wir sagten, alle Bedürfnisse der Materie für schimpflich halten, die nur tadelnswertes und mangelhaftes zur notwendigen Folge haben, ja, die freie Menschen. Und insbesondere der Tatsinn, der, wie Aristoteles sagt, für uns schimpflich ist. Oh, das ist die genaue Zitat. Ja, dass unsere Materialität ist schimpflich für uns. Ja. Und um dessen Willen wir nach Speise, Trank und bei Schlaf begehren. Die also meinen, dass der Verständige sie so viel als möglich verringern, sich vor ihnen in Acht nehmen und Betrug sein muss, wenn er nicht umhin kann, sie zu befriedigen. Ja? Dass er aber davon nicht sprechen, von allem aber nicht weitläufig reden und keine Gesellschaften zu diesen Dingen veranstalten darf. Ja, also, das ist genau, was habe ich gesagt, ja. Dass die beste Idee, und Maimonides hat das gemacht in seinem eigenen privates Leben, ja. Also er wollte kein Geld, er könnte reiche Millionär sein, er war sehr, sehr guter Arzt, ja. Ich habe gesagt, er war Arzt, wo kennen Sie seine Lebensgeschichte? Maimonides war Arzt von ägyptischen König. Und muss man verstehen, im 13. Jahrhundert, im islamischen Staat, die nicht muslimische Person, die Jude, er ist persönlicher Arzt von dem König. Das heißt, er war sehr, sehr guter Arzt. Hm. Ausgezeichneter Arzt. Verstehen Sie mich? Hm. Es ist die eine und einzelne Ausnahme, das kennen wir, dass die eine muslimische Regierer hatte eine jüdische Arzt. Okay, nicht nur für ihn, auch für seine Frauen hatte viel, seine Harem, seine Bürokratie, Beamte, alles im Ordnung. Ja? Also, mein Mindest war sehr, sehr guter
Arzt, wunderbarer Arzt. Und dieses hat medizinische Bücher. Kennen Sie? Kennen Sie die? Nee. Ich habe das mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es übersetzt ins Deutsch. Ich habe das mal gesehen. Es ist 3 oder 5 Bände. Und doch bis heute lernt man das in Uni in Israel für Arzt sein. Es ist eine Auswahl, kann man nehmen oder nehmen nicht. Aber wenn nimmt, es bekommt gewisse Punkte, genau wie in Uni es geht. Okay? Also kann man einige Punkte gewinnen von maimonidischen bis heute existierende ärztliche Arbeiten. Da weiß ich doch schon, was auf meiner Wunschliste stehen wird demnächst. Ich habe ein Buch, ich habe ein sehr, sehr gutes Buch, der heißt Medizin nach Maimonides. Das ist ein bisschen Auszug von diesen 5 Bänden. Okay. Schreibe ich mir mal auf. Ja, es ist gut zum Diäte. Okay, prinzipiell, Maimonides schreibt im Vorwort, das ist sehr, sehr bekannt, dieser Absatz von Vorwort zur Medizin. Maimonides, er war in Westeuropa und in Ägypten. Ja? Okay, dann Westeuropa, Spanien war es doch, arabische Welt, aber doch, er hat gekannt, die Christentum, die Westeuropa prinzipiell. Und er schreibt, im Westen, im Abendland, ja, wie gesagt, die gute Arzt, er ist der Arzt, der hielt von jeder Krankheit in der Welt. Das ist der gute Arzt. Im Osten, in Ägypten, in Marokko, der gute Arzt, der gibt nicht zum Krankenhaus in die Körper von seinen Klienten hingehen. Das ist eine Definition. Also die gute Medizin, die beste, das ist eine präventive Medizin. Nicht danach verfolgen die Krankenheit, vorher. Ja. Okay? Also verstehen Sie auch heute, wenn man das wurde, sehr, sehr erfolgreiche Person in der materiellen Welt, ja, hatte ein Netz von Kliniken, keine Frage. Und danach auch. Aber wieder. Also, und okay, ich gebe euch ein Beispiel von seiner medizinischen Lehre. Was es betrifft uns und was kann jeder von uns einfach, relativ, jedes Tag tun. Und nämlich, wenn man ihm das schreibt, dass es ist keine gute Idee, durch den Essen trinken. Ja. Also, er sagt, das trinkt man oder vorher oder danach. Genau. Und deswegen, jemenitische Juden, die leben nach Maimonides, aber wirklich nach Maimonides, ja, sie leben mit diesem Punkt bis heute. Ich erzähle eine private intime Geschichte. Ich habe einmal getroffen, wie im Schiduch, eine junge Frau zum Heiraten. Okay? Also, und sie war eine jemenitische Frau. Ich war 20 plus, sie war 20 plus. Okay? Und ich habe dann erreichen einen Punkt, die wurde ich für ihre Familie angezeigt. Gut. Ich bin zum Haus gegangen, das ist schon gut. Und sie waren natürlich jemenitische Juden. Gut. Und wir haben uns Essen gesessen. Und natürlich Essen sehr, sehr scharf. Was sie meinen scharf, das ist 5% und was es war wirklich scharf. Okay? Ich wusste das. Und zum zeigen sich, dass ich bin drin, ich kenne diese Sachen, ich habe viel, viel scharfe Sachen, scharfe Dinge, scharfe Gerichte gegessen und dann wollte ich natürlich Dinge essen. Ja. Und ich suche, ist keine Best. Keine Cola. Und sie machen nicht, nein, bei uns ist kein Best. Und ich sitze. Weil ich habe nicht bemerkt, es war trinken, Cola, alles was will. Und dann ist es gegangen. Es war vor Speise. Okay? Also ich habe mir gesagt, okay, ist etwa Brot, etwa, und dann ist viel. Ja. Also das ist echte Geschichte. Irgendwie diese Paar war nicht gekommen zu meiner Familie. Es ist eine andere Geschichte. Ja, aber was wollte ich sagen? Ja, dass diese Idee, einfache Idee,
Das muss man nicht vermischen, trinken und essen. Mhm. Und deswegen, die Minitischüden haben keine Suppe. Weil Suppe ist flüssig. Mhm. Also keine Wein mit Fleisch und so weiter. Mhm. Und sie gehen genau nach dem Amundis und sie leben 4 Jahre. Sie sind nicht so fett. Ja? Sie sind ganz schlank, alle. Mhm. Alle. Sie sind alle schlank. Du findest kaum jemanden, der hat einen Bauch. Ja? Also das ist zum Beispiel, okay, gibt es noch viele Punkte. Ja? Das ist nur zum Erzählen, wie Maimonides war die große Art. Ja? Er war großartiger Mensch überhaupt. Ja? Nicht nur Rabbiner, nicht nur Philosopher, auch großartiger Arzt. Und seine Rate bis heute leben. Teilweise bei Maimonidischen Juden. Gut? Okay, also ich denke, wir stoppen uns mit diesem Kapitel 22 und nächsten Tisch, wir kommen zurück zum ersten Kapitel von Hiob. Ja, wir sollten verstehen, wie geht es mit diesem Satan? Was macht er im Lichi? Ja? Die Fragen für heute überhaupt? Jetzt nicht direkt zum Thema, organisatorische Frage. Ich weiß, Sie haben ja auch Unterricht in Russisch, genau über dasselbe Thema. Können Sie mir später nach dem Unterricht vielleicht auch einen Link schicken? Oder die Anmeldung? Ja, dort musste man einmal anmelden, ja. Weil es ist 4 Leute. Ja. Okay. Dürfte ich den Link dann auch zur Anmeldung meiner Mutter weiterleiten? Ja, Sie? Ja. Okay. Okay, es ist ein bisschen anders, der Anfang war die gleich. Ich sehe mich schon, es ist, weil die Leute sind unterschiedlich. Mhm. Es gibt zwei unterschiedliche Richtungen gegangen, das hole ich morgen. Gut, dann liebe Leute, wir verabschieden uns. Ja? Bis nächste Woche, also jetzt machen wir fest. Und es ist gut für mich, mit 20 Uhr. Ja? Okay, alles klar. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Gute Woche. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Bleiben Sie gesund, alle. Sie auch. Ja. Mhm. Ja.